Hallo meine Lieben, ich zeige euch heute wieder einen Adventskalender. Eigentlich war der schon letzte Woche geplant, aber ich bin ein bisschen krank geworden. Und ja, jetzt will ich mal schauen, ob ich dieses Wochenende vielleicht zwei schaffe, aber das weiß ich noch nicht. Steht alles ein bisschen unter dem Stern Sterne. und zwar habe ich hier so Sternboxen gemacht, die man dann füllen kann und zum 1., 2., 3. und 4. Advent dann jeweils öffnen kann. Hier würden vielleicht so 4 Rocher reinpassen, was man auch immer reinpacken möchte. Ich habe mir auch gedacht, dass ich sie vielleicht so hinstelle. Kann ich jetzt gerade nicht so gut zeigen. Ja, muss ich mal schauen. Die habe ich unterschiedlich groß gemacht, also auch von der Höhe her. Die sind unterschiedlich hoch und unterschiedlich groß. Es sind jede Menge Maße, die jetzt gleich auf euch zukommen. Und ja, ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in den Kommentaren schreiben. Ich helfe euch dann. Ja, jetzt viel Spaß bei dem Video. So, was brauchen wir? Wir brauchen diese Stanzen. Und zwar habe ich mir die 4 Stück rausgesucht. Das Set habe ich mal bei AliExpress gekauft. Es gibt natürlich noch teurere, die man holen kann, aber für meine Zwecke reicht das. Da habe ich die größte genommen, die nächstgrößere und so weiter und so fort. Die sind von den Kantenlängen her 4,1 bei dieser, 3,6 bei der nächstgrößeren, dann 3,1 und ja, 4,1, 3,6, 3,1 und 2,6. So rum. Also die hier ist ja schon die hier. Da hatte ich jetzt einen kleinen Denkfehler. So, ich habe jetzt diese Stanzen, wo auch schon diese Strichelinie drin ist. Müsst ihr gucken, ob euch das gefällt. Ich finde es jetzt hierbei nicht störend. Und warfe hier drinnen. Ich habe die ja innen drin auch nochmal ausgekleidet. Ganz gut, da konnte ich genau an der gestrichelten Linie ausschneiden. Dann haben die hier auch reingepasst. So. Die eine habe ich schon mal fertig. Da erkläre ich euch gleich noch was zu. Weil das jetzt ein bisschen vielleicht verwirrend wird für euch. Ich erzähle euch das jetzt mal bei der, die ich hier schon gemacht habe. Die ist schon fertig, aber ihr werdet gleich das Prinzip sehen. Das ist die 4,1 Seitenlänge. Da brauchen wir ein A4-Blatt und das schneiden wir in der Breite auf 5,1. Also von 5,1 Stück brauchen wir da. Und falzen das an der kurzen Seite bei 1 cm. Das wird dann hier die Klebelasche. Und dann wird es gefalzt. Aber die ganzen Falzsachen, die kommen noch unten in die Infoleiste, weil das ist jetzt echt viel. Also diese 4,1 falzen wir dann an der langen Seite bei 4,1, 8,2, 12,3, 16,4, 20,5. 24,6 und 28,7. So, dann haben wir so ein Teil. Das ist natürlich das andere. Aber dann haben wir so ein Teil. Dann müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 abzählen. Und den Rest können wir abschneiden. Also wir brauchen da nur 6 Stück und das Ganze zweimal. Also diese 5,1 cm mal A4 oder... Es reicht euch da auch, also 22 mal 5,1, da kriegt ihr dann zweimal solche Laschen raus. So, das Ganze müssen wir dann falzen, gut nachfalzen. Also einmal diese 1 cm und einmal den Rest. Den falzen wir am besten
zur Ziehharmonika, weil es soll ja ein Stern werden. Und anhand von der 3,6 Sternkiste erkläre ich euch jetzt, wie der Zusammenbau ist. Also fangen wir an mit dem 3,6. So, da habe ich noch nicht alles fertig, damit ich euch das besser erklären kann. Hier habe ich schon mal den ersten Deckel und die Kiste an sich. Dann, wir brauchen jeweils 4 solcher Sterne, wenn ihr das innen und innen im Deckel und im Boden verkleiden wollt. Wenn ihr das nicht verkleiden wollt, reichen natürlich 2. Ich will es verkleiden, das sieht einfach schöner aus. Und das hier braucht ihr ja zweimal. Also hier ist es so, da habe ich 2 cm genommen und habe das an der kurzen Seite bei 1 cm gefalzt. So, ihr braucht die 4 Sterne, dann braucht ihr zweimal dieses große Teil, das ist dann 4,6 von einem A4-Blatt, zweimal. Und das wird wieder gefalzt an der kurzen Seite bei 1 cm. Das ergibt dann wieder die Klebelasche. Und dann falzen wir bei 3,6, 7,2, 10,8, 14,4, 18, 21,6, 25,2 und 28,8. Und wir brauchen von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dieser Laschen. Den Rest schneiden wir wieder ab. Das Ganze mache ich jetzt mal mit der, die noch nicht fertig ist. Wenn euch das jetzt ein bisschen verwirrt, ich mache ja noch viele Beispiele, es sind ja insgesamt 4 Sterne. So, das wird jetzt bei 1 cm gefalzt an der kurzen Seite. Das schlage ich mir dann auch schon mal um. Also ihr seht schon an meinem kleinen Zettel hier, dass das unheimlich viele Maße sind. Das habe ich mir vorher auch alles abgeschrieben. So. Und dann dann falzen wir bei 3,6 10,8 14,4 18 21,6 25,2 und 28,8. Wenn ihr zum Beispiel ganz andere Sterne habt. Ich habe mir an den Sternen einfach die Kantenlänge gemessen und habe 1 mm drauf gegeben, damit der Stern dann auch nicht so, ja, damit er halt gut hält. So, dann kann man das Ganze schon mal wie eine Ziehharmonika nehmen. Ich falte das auch alles so auf einmal. Dann kommt die Klebelasche drauf.
Was man jetzt noch beachten muss, das breitere ist ja immer die Kiste und das schmalere, so wie das, was wir auch gleich falzen, ist ja immer der Deckel. Und der Deckel, der wird außen am Stern festgemacht, genau, und die Kiste innen. Also praktisch müssen wir das hier dann auf die Außenkante machen. Also, dass der Berg zu uns guckt. Und dann kommt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 einmal komplett hier drauf. Den Riss schneiden wir gleich ab. Gut hinter der Falzlinie machen. So. Einmal gut andrücken, damit uns das nicht gleich wieder abfällt. So. Jetzt mache ich das Ganze so. Wir brauchen ja hier Laschen. Das heißt, wir müssen, und das sehr großzügig, hier eine Ecke reinschneiden bis zur Falzlinie. Und das macht ruhig ein bisschen großzügig. Sonst kommt ihr euch da mit der Sternspitze ins Gehege. Also kann ruhig ein großer Winkel sein. Und ich finde, das schneidet sich einfach so am besten, wenn man das zusammenklappt, dann die Ecke rausschneidet und dann hat man auch schon dieses für die Lasche. Kann später natürlich auch nachschneiden, aber am besten wäre natürlich, wenn das alles schon genug weggeschnitten wäre. Und die Ecken machen wir auch noch. So, dann haben wir das schon mal so weit fertig. Und jetzt machen wir noch das zweite Teil für den Deckel. Das wird an der kurzen Seite wieder 1 cm gefalzt. Ist ein bisschen schwierig. Funktioniert aber trotzdem. So, dann falten wir wieder die 3,6. Und 28,8. Das Falzbrett auch erstmal zur Seite. Das können wir diesmal auch gleich abschneiden. So. Je besser ihr das immer alles falzt, desto besser fällt das dann später auf. Ganze kleben. Hier müssen wir gerade mal gucken, wo wir gefalzt haben. Okay. Das war so rum. Weil
das Ganze kommt ja jetzt nach innen. Also jetzt kleben wir ins Tal rein praktisch. So. Ich finde das so wirklich am praktischsten. Ich habe den ganz allerersten Versuch mit Tombow geklebt, aber das war keine so gute Idee, weil er sich viel zu lange verschieben ließ. Und das ist einfach besser, wenn man das so macht. So, jetzt müsst ihr aufpassen, ihr dürft nicht praktisch an den Deckel, was an der Seite am Deckel ist, schneiden, sondern ihr müsst da schneiden, wo das Klebeband ist. Das habe ich nämlich auch schon mal falsch gemacht. So. Das Ganze macht ihr dann wieder so. Schön großzügig. Ist ja noch genug Klebelasche da. Nicht vergessen. So, das sieht dann so aus. So. Und wir brauchen jetzt praktisch, ja, da habe ich euch nämlich schon was falsch erklärt, wir brauchen jetzt praktisch ein Achterteil und ein Zweierteil. Also es muss immer ein Viererteil, 1, 2, 3, 4. Es muss immer 12 ergeben, damit wir einmal den Stern überlappen lassen können. Und zwar brauchen wir einmal das Achterteil und einmal brauchen wir nur ein Viererteil, also 1, 2, 3, 4. Dann kann man das abschneiden. Und das hätten wir uns nämlich sparen können. Ich schaue mal, ob ich euch da bessere Maße in die Infobox setzen kann. Da kann man natürlich sehr gut auch Papierreste nehmen. Vom gleichen Cardstock. So. Das muss praktisch so aussehen. Einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Dann nehmt ihr euch die Sterne zur Hand. Und wir kleben zuerst den Deckel. Jetzt müssen wir die Sauerei wegmachen. So, dann nehmen wir uns zuerst den Deckel und kleben das zuerst hier dran. Also das ist dann praktisch die Verlängerung. Deswegen haben wir hier jeweils die Seitenteile abgeschnitten, weil hier sich schon die nächste Lasche ergibt. Und dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und den kleben wir mit dem zu. Und dann sind das 10 und das müsste hinhauen. Genau, 10 brauchen wir immer für den Stern, weil es 5 Zacken sind. Und wir brauchen 10 dieser Flächen. Ne? Dann kleben wir das jetzt hier fest. Das mache ich wiederum mit dem Tombow. So, dass es oben gut abschließt. Und das gleiche hier auch. Man das schon gut sehen, dass sich daraus ein Stern formen lässt. So, dann kann das erstmal zur Seite und wir nehmen uns den ersten Stern zur Hand
und fangen dann so an zu kleben, dass hier diese Klebelasche, das würde man ja hier sehen, hier haben wir das Teil drauf geklebt, dass das in so einer Ecke drin ist. Also fangen wir damit so an. Und ich mache da schon mal alle von diesen Klebeschutz-Dingsies, diese Folie, wie auch immer das heißt. Die kann man ruhig schon abmachen. So, und das haben wir innen geklebt, also hier in dieser Beugung, weil das außenrum am Stern kommt. So, jetzt muss ich wieder gucken, wo ich die Verbindung habe, dass das in so ein Tal reinkommt. So, und dann setzen wir uns das direkt an der Linie des Sterns an. Und das geht rundherum so weiter. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr vorher gut gefalzt habt. Und hier hätte ich ruhig noch großzügiger wegschneiden können, aber ihr seht, man kann das auch nachträglich noch wegschneiden. So. So, das Ganze kann man dann immer so ein bisschen nachfahren. Hier muss man auch noch mal schneiden. Jetzt setze ich hier außen rauf, auch gleich noch am Stern, weil ja hier oben die ganzen Klebelaschen zu sehen sind. So, dann wäre der Deckel schon mal fertig. Kommen wir jetzt hierzu. So. Kleben jetzt den einen außen noch an, so dass es wieder gut abschneidet, also sich kaum abzeichnet, und den anderen setzen wir innen an. Beim Turmbo ist, dass ihr noch ein bisschen verschieben könnt. Jetzt habe ich das Ganze falsch geklebt. Aufgepasst, weil es kommt ja nach außen. Genau, ich muss das so kleben. Hä? Das war doch richtig. Was mache ich denn? Mir geht es halt immer noch nicht richtig gut. Man merkt es. So, kleben wir das Ganze einfach wieder zusammen. Fällt bestimmt kaum auf. So, nehmen wir uns wieder einen Stern
Und jetzt wird das Ganze nämlich so auf den Stern geklebt und nicht so, ne? Sondern eher so von außen auf den Stern. Wir machen uns das wieder alles ab. Nehmen wir uns am besten das, was am schlimmsten aussieht, was dann in die Ecke kommt. So. Und das wird jetzt ein bisschen fummelig. Setzen das schön vorne an die Ecke. Wie gesagt, am besten immer gleich ein bisschen andrücken. Und wenn ihr nicht gut genug geschnitten habt, kann man danach justieren. Ein bisschen fummelig, da braucht ihr Geduld und nehmt euch Zeit dafür. Und am besten nicht den stärksten doppelseitigen Kleber, den ihr habt. So, dass ihr noch ein bisschen nachjustieren könnt. Stern meinte, ich soll jetzt da oben weitermachen. Okay. Dann machen wir das. Wir da noch mal gut nach. So, das müssen wir jetzt, den Deckel müssen wir jetzt nicht unten noch mal schicker machen, den Boden meine ich. Und für den können wir jetzt hier so einen ganz kleinen, also ich schneide es direkt an dieser Naht wo der diese Strichlinie gefalzt, geregt hat. Falls ihr das nicht habt, so ein halber Millimeter mehr müsst ihr da nicht wegschneiden. Aber das passt dann einfach besser. Und wenn man den Dreh erstmal raus hat, mit den ganzen Maßen, dann geht das eigentlich auch ruckzuck. Ihr seht, dann ist es ganz schnell drin. Ihr könnt es festkleben oder ihr lasst es einfach nur so drin. Und dann ist auch schon die erste Sternbox fertig. Das ist jetzt die mit der Seitenlänge 3,6. Und nach dem gleichen Prinzip werden die anderen gemacht. Wie gesagt, da setze ich euch die ganzen Falzlinien und was ihr schneiden müsst in die Infobox. Bei der 4,1, also bei der größten Box, habe ich es so gemacht, dass ich jeweils 6 und 6 von den Flächen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann habe ich es abgeschnitten und wieder 6 und hier immer am Rand die Lasche abschneiden. Ne? Bei der 3,6 Kiste, also bei der, die wir eben gemacht haben, habe ich es so gemacht, 8 und 4. Also es muss immer, wenn ihr so einen 5-Zack habt, es muss immer 12 geben, damit ihr zwei überlappen lassen könnt, weil es ja 10 Flächen sind. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bei der 3,1 Box ist es auch 8 und 4, die ihr dann zusammenbaut. Und bei der 2,6 Box, also bei dieser ganz kleinen, der Stern ist dann in etwa so groß. Da, wenn ihr da ein A4-Blatt nehmt,
könnt ihr es einmal komplett durchfalzen. Wie gesagt, die Maße setze ich euch rein. Und da braucht ihr dann nicht schneiden, weil das geht einmal komplett durch. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Dann schneidet ihr nur den letzten, die Lasche weg, damit ihr es einfach so zusammenweben könnt. Und dann habt ihr schon den kompletten Stern. Wie gesagt, die Maße, die setze ich euch alle in die Infobox. Und jede Kiste wird nach dem gleichen Prinzip gemacht. Hier muss der Stern praktisch so reingesetzt werden. Und hier muss der Stern praktisch oben drauf gesetzt werden. So, dass es einen kleinen Größenunterschied gibt, der wirklich minimal ist. Aber dafür sorgt, dass dieser Deckel mit den gleichen Maßen auf diese Box passt und keine Schwierigkeiten macht. Ne? Also er sitzt ja richtig drauf. So macht er alle Boxen und dann könnt ihr die nach eurem Belieben verschönern. Ich habe es jetzt einfach mal ganz einfach gehalten. Habe jetzt hier so ein kleines bisschen Designpapier aufgeklebt. Noch diese Glitzersternchen aus dem Action und aus dem Glitzerpapier vom Action mit der großen Stampin' Up-Zahl, die Zahl, die ich brauche. Also ich dachte, ich fange mit 1, 1 an mit der kleinen und dann 2, 3, 4. Das ist so ein Vierer-Box gibt, die man dann so hinstellen kann. Ja, wie auch immer. Oder so hinlegen auf dem Tisch. Ja, bei mir steht dieses Weihnachten irgendwie alles unter dem Thema Sterne. So, falls ihr noch Fragen habt, kommentiert bitte. Ich bin immer noch ganz hin und weg von der Reaktion zu meinem letzten Video. Da gab es unheimlich viel Kommentare und auch bei Facebook unheimlich viel Zuspruch. Und ganz viele Leute haben den angeklickt und schon nachgebastelt. Ich habe schon ganz viele Adventskalender dazu gesehen. Und das fand ich richtig, richtig toll, weil da wirklich ja, so viel Planung dahinter stand. Bis ich das raus hatte, wie ich das mache, und das hat mal richtig gelohnt, dass es auch mal irgendwie so ja, ankommt. Das war mal richtig gut. Gut, dann hoffe ich, dass dieser Adventskalender mit den 4 Boxen auch ganz gut ankommt. Wie gesagt, ich setze euch alles in die Infobox. Ist ein bisschen viel. Was ihr beachten müsst, ist, dass die Box, dass der Stern da außen an der Box ist und dass der Deckel innen drinnen ist. Ne? Und ja, hier habe ich jetzt 3 Sterne verwendet. 1, 2, 3, 4. Genau, 4 Sterne. Einer ist noch im Boden drin. Den habe ich ja hier innen rein außen drauf geklebt. Und 2 brauchen wir alleine schon für die Boxen. So, dann mache ich mal den Rest fertig und zeige euch am Ende, wie alles dekoriert aussieht. Bis später.